Atma Buddha, die Erkenntnis des Selbst. 62. Vers dieses großartigen Werkes von Shankara. Sanskrit-Text, deutsche Übersetzung und Kommentar. Svayamantarbahirvyabhya bhasayanakilam jagat brahma prakashate vahni prataptaya sapindhavat. Das ganze Universum, äußerlich und innerlich durchdringend, strahlt das höchste Brahman aus sich selbst heraus wie das Feuer, das einen rotglühenden Eisenball durchdringt und aus sich selbst heraus glüht. Hier gebraucht Shankara die Feueranalogie. Er sagt, das ganze Universum, äußerlich und innerlich, wird durchdrungen von dem höchsten Brahman. Und Brahman strahlt. Das heißt, das Universum strahlt durch Brahman. Ohne Brahman gäbe es kein Universum. Brahman strahlt. So ähnlich wie, wenn man einen rotglühenden Eisenball hat, der strahlt auch, glüht aus sich selbst heraus. Ein rotglühender Eisenball ist deshalb rotglühend, weil dort eben Feuer von innen heraus ist. Angenommen, es gäbe kein Feuer, es gäbe keine Hitze in diesem rotglühenden Eisenball, dann wäre es auch kein rotglühender Eisenball. Der rotglühende Eisenball glüht deshalb so rot, weil er eben heiß ist. Und daher, der rotglühende Eisenball gibt nur deshalb als rotglühender Eisenball, weil dort Feuer in diesem ist, also diese hohe Temperatur. So ähnlich, dieses Universum gibt es nur als Universum, weil Brahman dorthin durchstrahlt. Und so wie Feuer den ganzen rotglühenden Eisenball durchdringt, so durchdringt Brahman dieses gesamte Universum. Das ist also eine Analogie, wie das Verhältnis ist von Brahman und Universum. Universum ist eine Manifestation von Brahman. Brahman strahlt durch Brahman. Universum strahlt durch Brahman. Universum ist Brahman, also Brahman strahlt durch Brahman. Und Brahman kann auch erkannt werden, erfahren werden in jedem Teil des Universums. In diesem Sinne, mache dir bewusst, was auch immer du wahrnimmst, rechts, links, oben, unten, überall ist Brahman. Und versuche, Brahman zu erfahren. Wenn du einen Moment innehältst und einen Moment Worte und Bilder verlässt, einen Moment im Hier und Jetzt bist, im Moment des Hier und Jetzt erfährst du Brahman. Im Moment des Hier und Jetzt spürst du dieses Brahman. Du spürst Brahman als Verbundenheit. Du spürst Brahman als Freude. Du spürst Brahman als lebendige Gegenwart. Eben wie Feuer erfahren wird in einem rotglühenden Eisenball. Wenn du willst, mach es jetzt. Egal, ob du gerade sitzt, egal, ob du gerade gehst, ob du irgendwo wartest. Spüre in diesem Moment, überall ist Brahman. Spüre Brahman in deinem Herzen. Spüre Brahman links, rechts, oben, unten, vor dir, hinter dir. Spüre, alles ist Brahman. Und so wie Feuer überall erfahrbar ist, egal ob du einen roten, glühenden Eisenball von links, rechts, oben oder unten siehst und spürst, so ist Brahman überall erfahrbar, egal wo du bist. Spüre Brahman, erfahre Brahman, verwirkliche Brahman und werde ein Instrument von Brahman.